Ja, hier sind einer meiner ersten Videos entstanden in dem Wald. Ihr wolltet, dass ich mal wieder in den Wald gehe. Und hier bin ich. Ich bin sehr neugierig, ob es wirklich Zuschauer gibt, die von Anfang an dabei sind bei mir. Egal, ich freue mich auf jeden Fall um jeden einzelnen von euch, dass du wieder eingeschaltet hast. Vor allen Dingen auch in diesem Thema, weil es dich nicht direkt betrifft, sondern eher indirekt. Es geht um die Umwelt. Und da habe ich mir auch etwas Gedanken gemacht und wollte etwas Anstöße geben einigen Menschen. Vielleicht kommt das Video ja sehr, sehr viel rum. Vielleicht liked ihr das ja gerne, kommentiert und teilt, sodass vielleicht einige Menschen das sehen und dort investieren, was ich gerade hier aufdecken werde. Womit man definitiv dem Planeten etwas Gutes tun kann. Und ich meine, viele meckern und so weiter. Und wir machen uns auch Gedanken diesbezüglich, zum Beispiel auch von Vitasomal. Wir werden bald ein Mahlzeitenersatzprodukt rausbringen. Da wird die Verpackung aus Maisstärke sein, was man wegschmeißen kann. Und wenn Plastik, dann recyceltes Plastik. Und so weiter und so fort. Ja? Unsere Pflegeprodukte werden aus Glas sein und so weiter und so fort. Von daher, wir machen uns alle schon Gedanken. Ja? Und ich möchte nochmal auf die CO2-Problematik ein bisschen näher eingehen. Und zwar viele Leute sagen, ja, es hat nur die und die. Wir wissen, was es für Auswirkungen hat. Aber es hat noch ganz andere Auswirkungen. Und die wollte ich ja einmal hier belichten, was noch keiner darüber spricht. Ja? Denn alles ist ein Netzwerk. Alles gehört zusammen. Alles interagiert miteinander. Das heißt, es gibt bestimmte Fressketten und so weiter. Ihr kennt das alles. Ja? Und wenn eine davon verschwindet, dann bricht das ganze Ökosystem immer weiter zusammen. Das muss sich immer wieder neu definieren. Zum Beispiel gibt es bestimmte Pflanzen, also Kampfpflanzen, die ziehe ich jetzt mal raus, aber C4- und C3-Pflanzen zum Beispiel. Und C4-Pflanzen gehören zum Beispiel Mais, Zuckerrohr und so weiter, das sind relativ große Pflanzen, weil die mit sehr, sehr wenig CO2 sehr viel Zucker herstellen können. So, und dann gibt es noch C3-Pflanzen, die benötigen viel, viel mehr CO2. So, das heißt, je mehr CO2 in der Atmosphäre sind, desto mehr werden die C4-Pflanzen verdrängt, weil die kommen ja mit sehr, sehr wenig CO2 aus. Das heißt, alle anderen sind dann irgendwann dem überlegen, weil viel CO2 da ist. Und so fängt es halt schon an, wisst ihr? Und genau das gleiche kann man das eben projizieren, auch auf Pilze. Wusstet ihr, dass Pilze, wenn hohe CO2-Konzentrationen, da wurden bestimmte Versuche gemacht im Labor, nicht mehr wachsen, wenn die CO2-Konzentration einfach zu groß ist in der Atmosphäre. Und so geht's los, ja? So brechen ganze Ökosysteme zusammen. Und wie wichtig Pilze für uns sind, das zeige ich euch jetzt einmal. Wusstet ihr, dass Pilze in Symbiose leben mit unseren Bäumen? Zum Beispiel, sie helfen den Bäumen, Nährstoffe aufzunehmen. Ja? Das heißt, sie sind in dem Wurzelwerk integriert. Ja? Und genau genommen helfen sie den Menschen, den Bäumen, Nährstoffe aufzunehmen. Das heißt, diese Bäume wachsen dann dementsprechend auch schneller und können wieder schneller aufgeforstet werden und können wieder mehr CO2 binden. Und genau das Gleiche binden ebenfalls Pilze CO2. Und das ist das ganz, ganz Spannende. Ja? Im Wesentlichen vermehren die Pilze die Entfernung von atmosphärischem CO2 von den Bäumen, von ihrem Gastgeber, von der Pflanze. Das sehen wir hier auch in der Erde, ja, diese weißen Fäden, vielleicht kennen wir die. Hast du die schon mal gesehen in der Erde, wenn du gebuddelt hast, hast du diese dicken weißen Fäden auch manchmal gesehen, ja? Das sind Pilze, ja? Und ganz, ganz wichtig ist das Myzel. Das ist dieser Bereich, den man normalerweise vom Pilz nicht sieht, zum Beispiel der Schimmelpilz und so weiter. Den größten Bereich des Pilzes siehst du nicht. Doch da ist er so, so dick, ja? Dass man ihn halt eben sieht, ja? Und diese Myzellen brauchen halt eben Kohlenstoff, damit die sich bilden können, damit sie weitere Bäume befallen können, denen helfen kann, mehr CO2 zu binden, schneller zu wachsen, und des Weiteren brauchen sie ebenfalls wieder CO2, um weitere Bäume wieder zu befallen und ihnen wieder weiter zu helfen. Ja? Von daher an, Punkt Nummer 1, man kann deutlich die CO2-Konzentration in der Umwelt verringern, indem man die Bäume mit Pilzen impft. Pilze binden CO2, um weitere Myzellen zu bauen, und helfen Bäumen schneller zu wachsen, die dann wieder CO2 binden. Punkt 2. Erdöl ist ein definitives Problem. Viele Tiere sterben daran, ja, und unsere Umwelt ist definitiv dadurch belastet. Wusstet ihr, dass Pilze Erdöl abbauen können? Es besteht Erdöl aus Aliparten und Aromaten, das heißt aus Kohlenstoffringen. Myzellen aus Pilzen, ja, was wir gerade gelernt haben, die auch an den Wurzeln sind, diese dicken weißen Fäden, ja, die wir in der Erde sehen, können wir hier auch in Abbildung 2 nochmal sehen, ja, auf der rechten Seite. Das heißt, Pilze, ja, bauen die Kohlenwasserstoffringe dementsprechend mit niedrigerem Molekulargewicht, das heißt die Dreier- oder die Vierer- oder die Fünferringe, ja, leichter ab als schwere Kohlenwasserstoffe, das heißt über 6 Ringe. Ja. Und die schweren Kohlenwasserstoffe werden dann dementsprechend über Myzellenenzyme, die der Pilz ebenfalls besitzt, abgebaut zu kleineren. Diese kleineren werden wieder zu Kohlenstoffen umgebaut. Der Pilz kann sie wieder nutzen, neue Myzellen bauen, neue Bäume befallen. Ja. Das passiert durch Erdöl, das können ebenfalls Pilze, ja. Das heißt,
auch die Erdölplage kann durch Pilze eingegrenzt werden und der Pilz macht sogar etwas Vorteilhaftes danach. Er nutzt den Kohlenstoff wieder, um sich zu vermehren, um neue Nährstoffe auch den Bäumen wieder zu liefern. Das konnte auch Paul Stamets beweisen. Ja? Die Highways sind natürlich voll mit Diesel und so weiter. Und dort hat man einen Versuch gemacht. Ja? Paul Stamets hat gemacht, dort wurde ein bestimmter Streifen, der Quadratmeter, mit nur 25% Austernpilze, wir kennen die alle, Austernpilze kann man überall kaufen, geimpft. Ja? Und bereits nach 16 Wochen war auf 10.000 Parts per Million Diesel, ja, 200 Parts per Million Diesel nur noch zu finden. Das heißt, 50-fach Verringerung des Diesel, weil dieser Austernpilz diesen abgebaut hat, um sich weiter zu vermehren. Und dieser Boden konnte wieder genutzt werden an den Highways. Ist das nicht klasse? Warum wird da nicht weiter geforscht? Kommen wir zu Punkt 3. Interessant ist ebenfalls das Plastikproblem. Wir ersticken quasi förmlich im Plastik. Ja? Wusstet ihr, dass Pilze ebenfalls Plastik abbauen können? Ja? Wissenschaftler haben herausgefunden, sind dann aber wieder reingegangen, dass Pilze tatsächlich von Polyester leben können, ja, und ihn umwandeln können. Das sehen wir zum Beispiel hier nach 2 Wochen auf der Petrischale, dementsprechend einem Plastikmedium, fortschreitendes Wachstum bei dem Pilz. Jetzt stellt euch mal vor, was nach 32 Wochen möglich wäre. Und so kamen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, sehen wir hier einmal links, das sind die Kontrollorganismen, ja, und rechts dann dementsprechend die Pilze. Und wir sehen deutlich auf der rechten Seite, dass diese das Plastik beseitigen konnten, ja, und es dementsprechend daran wachsen konnten, ja. Und wieso muss ich hier sowas aufzeigen, ja, der im Wald hier steht, ja, im Kiefernwald, ja, warum wird denn sowas nicht das finde ich so traurig einfach, ja, dass ich mich damit befassen soll und ich dem Wissenschaftler noch irgendwie was aufzwingen muss. Ne? Denn sobald Mikroorganismen aus diesem Plastik wieder entstehen, dann kann man daraus ja wieder Energie machen. Ja? Wir kennen das alles zum Beispiel aus Biogas oder sonst was. Daraus kann man noch irgendwas basteln bestimmt. Ja? Also bitte helft mir doch gerne und teilt dieses Video doch sehr, sehr gerne, ja, damit Leute davon erfahren. Ja? Ja, auch wir bringen bald auch eine Modelinie raus. Und zwar in der Modelinie benutzen wir auch, wenn wir Plastik benutzen oder Polyester, dann ist es halt Polyester, was aus dem Meer gesammelt worden ist oder sonst was, ja, was rumgelegen hat, ja, also recyceltes. Wir würden niemals selbst einen Auftrag geben, halt neu bei der Klamottenherstellung, die wir machen, ja. Also wir machen eine sehr, sehr schöne Modelinie, freut euch auf jeden Fall drauf, das wird richtig, richtig cool, ja. Es gibt bestimmte Stämme, sehen wir hier, die bis zu 100% den Polyester abgebaut haben. Ja, das ist wirklich unglaublich. Hier sehen wir oben den Strich, ja, bis auf 100%. Ja, das ist doch, das muss doch Blick. Warum steht denn sowas nicht in der Bildzeitung? Ich verstehe es einfach nicht. Ja, und hier sehen wir auch nochmal die Negativkontrollgruppe in der anderen Abbildung. Und hier sehen wir zum Beispiel deutlich die Verringerung der optischen Dichte des Plastiks. Ja. Und oben die Negativkontrollgruppe, da passiert nichts und dann geht der Strang ganz klar nach unten, ja, weil die optische Dichte des Plastiks, des Mediums, deutlich abnimmt durch die Pilze, weil die davon leben, ja. Und wenn wir dann Pilze dadurch generieren können, ja, dann können wir mit denen auch wieder irgendwas machen und Energie gewinnen und so weiter. Und es ist so traurig, dass ich das hier in diesem Wald alles aufdecken muss und dass sich keiner einfach drum kümmert. Ich danke trotzdem, dass du bis hierhin zugesehen hast. Wir haben schon fast 10 Minuten. Ich laber wieder. Alles klar, Bruder, muss los. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf vitasomal.de vorbeischaut, meine liposomalen Supplements. Und wir haben jetzt auch eigene Tees, denn diese unterstützen, diese machen hier, was ich mache. Ohne meine Produkte, ohne die Unterstützung von euch. Beim Kauf dieser Produkte würde dieser Kanal hier nicht existieren. Von daher würde ich mich sehr freuen, euch da zu sehen. 4- bis 5-fache höhere Bioverfügbarkeit bei unseren liposomalen Supplements. Ich würde mich sehr freuen über ein Abo bei euch. Dabei auf die Glocke drücken, damit ihr wirklich informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Sehr, sehr gerne einen Daumen da lassen und teilt es mit euren Freunden. Ich würde mich so freuen. Danke schön, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Ich danke, dass du überhaupt zugeschaut hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und bis gleich auf vitasomal.de. Ciao.